Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es bei mir um das Thema Wasserstoff. Ja, Wasserstoff, der Stoff der Zukunft sozusagen, denn dem Thema Wasserstoff wird unheimlich große Bedeutung beigemessen, wenn es um die Energiewende geht. Obwohl eigentlich in der Diskussion Wasserstoff fast immer nur im Zusammenhang mit dem Wasserstoffauto gebraucht wird. Ich war früher, als ich studiert habe, das ist jetzt mindestens schon 30 Jahre her, an der Hochschule hier in Bremen in einer Wasserstoff-AG und habe deswegen auch ein bisschen anderes Verhältnis vielleicht zu Wasserstoff als so manch anderer. Ich habe mich damit sehr lange beschäftigt und wenn ihr wissen wollt, wie meine Meinung zum Thema Wasserstoff ist, dann bleibt dran. Wasserstoff ist ein unglaublich interessantes Element. Das ist das häufigste Element im ganzen Universum. Und vor allem würde ohne Wasserstoff auf unserem Planeten gar kein Leben existieren. Schaut mal hinter mir. Das ist unsere Sonne. Und die besteht zu 100% aus Wasserstoffgas. Und das Wasserstoffgas wird dort unter immensem Druck und Temperatur zu Helium fusioniert. Und durch die abgestrahlte Energie, dadurch ist Leben auf unserem Planeten erst überhaupt möglich. Und Wasserstoff kommt aber auf der Erde überhaupt nicht in reiner Form vor. Das heißt, man muss es erzeugen, künstlich. Und das wird heutzutage fast nur durch Erdgas gemacht. Das heißt, Wasserstoff wird aus Erdgas erzeugt. Das kann aber ja nun nicht die Zukunft sein, denn Erdgas ist ja nun alles andere als umweltfreundlich. Und wenn wir an die Energiewende denken, dann denken wir bei Wasserstoff automatisch natürlich an die Elektrolyse. Hier seht ihr mal so einen kleinen Wasserbehälter und da sind zwei Elektroden drin. An der Kathode wird Wasserstoff abgeschieden und an der Anode wird Sauerstoff abgeschieden. Und wenn wir diese beiden Gase wieder zusammenbringen in einer Brennstoffzelle, können wir damit wieder Strom erzeugen. Nun habt ihr vielleicht gehört, dass der Wirkungsgrad von der Stromerzeugung mit Wasserstoff nicht besonders gut ist. Das heißt, wir brauchen wahnsinnig viel Strom, um Wasserstoff zu erzeugen und dann erzeugen wir aus dem Wasserstoff wieder Strom. Ich meine, es ist ganz klar, dass da natürlich sehr, sehr viel auf der Strecke bleibt. Aber die Überlegung ist ja die, dass wir zu viel Strom produzieren, und zwar zu viel regenerativen Strom, den wir nicht loswerden. Momentan ist es ja so, dass jetzt schon in Sommermonaten, wenn die Sonne sehr stark scheint und es auch windig ist, da produzieren wir so viel regenerativen Strom, dass wir den verschenken müssen ins Ausland oder wir müssen sogar was dafür bezahlen, dass wir ihn überhaupt loswerden. Das heißt, wir müssen Strom irgendwie entsorgen. Und hier hinter mir seht ihr zum Beispiel eine schöne Grafik, wie man sich einen Wasserstoffkreislauf vorstellt. Wir haben also die Windenergie, die erzeugt überschüssigen Strom, den wir nicht ins Stromnetz einspeisen können. Und mit diesem Strom werden wir über eine Elektrolyse Wasserstoff erzeugen. Den Wasserstoff können wir speichern. Wir können den Wasserstoff auch irgendwohin transportieren, zu Industrieanlagen oder zu Wasserstofftankstellen oder über das Gasnetz sogar in Haushalte und können auch in Blockheizkraftwerken dadurch dann wieder Strom produzieren, wenn er gebraucht wird und diesen Strom wieder ins Netz einspeisen. Nun ist es aber so, dass ich mich ja schon vor 30 Jahren an der Hochschule mit Wasserstoff beschäftigt habe. Wir hatten dort auch eine Brennstoffzelle, haben Wasserstoff produziert und uns Konzepte überlegt, wie man Wasserstoff sinnvoll einsetzen kann. Damals gab es auch das Unternehmen Desertec. Es war kein Unternehmen, es war ein Zusammenschluss von Unternehmen und die hatten die Idee, über großtechnische Solaranlagen in Afrika, da wo die Sonne also immer scheint, Wasserstoff zu produzieren, also umweltfreundlich Wasserstoff zu produzieren, den dann über Pipelines nach Europa zu leiten und damit unsere Energieprobleme zu lösen. Leider ist daraus nichts geworden, denn die Kosten waren einfach immens. Es ging damals, glaube ich, um 400 Milliarden D-Mark schon und das ist einfach eine Riesensumme gewesen. Das war nicht wirtschaftlich und deswegen hat man dieses Konzept zu den Akten gelegt. Und wenn ich mir jetzt heute überlege, was sich in den 30 Jahren seit damals getan hat auf dem Sektor Wasserstoff, ist es eigentlich nicht viel. Im Prinzip stehen wir heute noch genau da, wo wir vor 30 Jahren stehen. Und wir haben vor 30 Jahren schon gesagt, Wasserstoff ist die Zukunft. Heute sagen wir auch, Wasserstoff ist die Zukunft. Da stellt sich mir halt die Frage, von welcher Zukunft sprechen wir jetzt? Also reden wir über die nächsten 10 Jahre oder reden wir über die nächsten wieder 30 Jahre? Und wenn wir heute von Wasserstoff sprechen, dann geht es meistens sofort um das Thema Wasserstoffauto. Also es geht gar nicht mehr um diesen Energiekreislauf, also zumindest nicht primär, sondern es geht eigentlich darum, wir erzeugen Wasserstoff, damit wir den für PKWs verwenden können. Das war vor 30 Jahren irgendwie so gar nicht das Thema, aber mittlerweile dreht sich es eigentlich nur noch darum. Und es ist ja nicht so, dass wir schon eine Zukunftstechnologie hätten, nämlich das Elektroauto. Diese ist im Prinzip marktreif
und wird jetzt gerade von den deutschen Autoherstellern auch aufgegriffen und in die Massenproduktion überführt. Stichwort VW ID.3. Nächstes Jahr geht es los mit hunderttausenden Fahrzeugen pro Jahr. Tesla macht es schon lange und das wissen wir alle. Wasserstoff ist da eigentlich ziemlich hinten dran. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, welche Wasserstoffautos gibt es heute? Es gibt ganze vier, nämlich, lass mich mal kurz mal nachgucken, es gibt den Toyota Mirai, es gibt den Hyundai i35 Fuel Cell, es gibt den Hyundai Nexo und es gibt den Mercedes GLC F-Cell. Und diese Autos haben alle eins gemein, sie sind wahnsinnig teuer, also es geht irgendwie los bei 65.000 und hört irgendwie bei knapp 80.000 auf. Das heißt, die Preise sind natürlich so, dass sich so gut wie keiner diese Autos leisten kann. Sie sind auch so gut wie gar nicht verfügbar, denn in Deutschland fahren davon gerade mal knapp 400 Stück rum. Im Gegensatz zu den Elektroautos, von denen es in Deutschland momentan ungefähr 180.000, 190.000 Stück gibt. Tendenz exponentiell wachsend. Und trotzdem heißt es, ja, aber Wasserstoff-Pkw seien irgendwie die Zukunft. Und wie sieht denn so eine Zukunft aus? Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, denn wenn man sich überlegt, dass ein Wasserstoffauto eigentlich ja nichts anderes ist als ein kleines Elektroauto mit einem Wasserstofftank, der die Batterie mit Strom versorgt, da weiß ich jetzt nicht, wo die Vorteile sind. Also für mich zumindest, weil die Vorteile, die mir genannt werden, sind die, erstens, ich kann damit in 5 Minuten voll tanken und zweitens, die Reichweite ist höher als beim Elektroauto, so ungefähr 600 Kilometer. Ja, wenn das die einzigen Vorteile sind, die ein Wasserstoffauto mitbringen soll, dann frage ich mich wirklich, welchen Sinn macht das? Ich meine, ich habe fast die gleichen Rohstoffe, die ich für ein Elektroauto brauche, plus noch die komplizierte Technik einer Brennstoffzelle. Das muss ich alles in einem Auto vereinen. Das macht für mich irgendwie nicht so richtig den Sinn, muss ich sagen. Wasserstoffautos sind deutlich komplexer als Elektroautos. Und gerade der Verbrenner, der ist mit seinen vielen Teilen ja nun ein Ausbund an Komplexität. Und da ist es doch eine Wohltat, auf ein Auto zu wechseln, wo irgendwie ein Drittel weniger Teile verbaut sind, wie zum Beispiel in einem Elektroauto. Außerdem gibt es ja verschiedene Nachteile, die dem Elektroauto heute immer wieder vorgeworfen werden. Und diese Nachteile, die gelten ja sogar 1:1 für das Wasserstoffauto. Beispiel, Elektroautos wird heute immer vorgeworfen, ja, ihr tankt ja gar nicht CO2-neutral oder ihr fahrt nicht CO2-neutral, weil ihr tankt ja mit dem deutschen Strommix. Und wenn man heute ein Wasserstoffauto fährt, gilt natürlich das Gleiche. Da sagt man, ja, aber in Zukunft, da ist ja alles CO2-neutral, da erzeugen wir ja Wasserstoff durch Elektrolyse. Ja, hallo, aber in Zukunft, da ist es alles CO2-neutral, da erzeugen wir unseren Strom regenerativ. Das heißt, wir tanken oder wir laden unsere Elektroautos dann genauso 100% CO2-neutral. Ist also auch kein Argument für mich. Zweites Argument, ja, ich kann in 5 Minuten voll tanken. Ja, schauen wir uns doch mal so eine Wasserstofftankstelle an. Wie sieht denn das aus? Das 5 Minuten Volltanken funktioniert ja eigentlich nur auf dem Papier. Denn so eine Wasserstofftankstelle, die kostet erstens schon mal wahnsinnig viel Geld, nämlich über 1 Million Euro im Moment. Und wenn man jetzt so eine Wasserstoff-Tankstelle aufgebaut hat, dann kann man da nicht die große Masse an Wasserstoffautos abfertigen. Diese Wasserstofftankstellen haben eine maximale Auslastung pro Tag. Heutzutage wird gesagt, so 40 Fahrzeuge. Das heißt, es können dort nur 40 Fahrzeuge am Tag tanken. Wenn man das mal ausrechnet, der Abstand zwischen zwei Fahrzeugen, das würde bedeuten, man muss ungefähr eine halbe Stunde warten, also mindestens, bevor man wieder tanken kann, wenn vor mir ein anderes Wasserstoffauto getankt hat. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss und die Technik geht natürlich auch weiter. Das ist ja so, klar. Die neuesten Generationen von Pumpen, die dazu nötig sind, um den Druck in den Wasserstofftanks aufrechtzuerhalten, das sind Kryopumpen, die können den Druck viel schneller wieder aufbauen. Da ist nämlich 700 Bar Druck drin in diesen Wasserstofftanks an den Tankstellen in der Regel. Und diese Pumpen schaffen es immerhin, dass pro Tag 200 Autos tanken können. Das bedeutet, der Abstand zwischen zwei Autos schmilzt von einer halben Stunde auf ungefähr 7 bis 8 Minuten. Wenn man sich aber mal ausrechnet, ich warte jetzt, sagen wir mal, 8 Minuten, dann tanke ich 5 Minuten, das sind schon mal 13 Minuten, und dann gehe ich bezahlen, das sind auch vielleicht 5 Minuten, das sind irgendwie 18 Minuten. Das heißt, ich habe dann doch 18 Minuten, die ein Tankvorgang benötigt, und beim Laden eines Elektroautos sind wir heute doch schon so weit, dass wir mit einem Porsche Taycan auch in 15 Minuten auf 80% sind. Und wenn man Model 3 am Supercharger lädt bei 250 kW, ist man auch in 20 bis 25 Minuten wieder auf 80%. Also der Zeitvorteil mit den 5 Minuten ist rein virtuell und in der Praxis sieht es ganz anders aus. Und ich empfehle euch mal das Video von Thorsten von Soundless Driving. Das verlinke ich mal hier oben. Der hat über einen Facebook-Freund berichtet, welche Erfahrungen die in Kalifornien machen mit den Wasserstofftankstellen.
Da sieht es nämlich doch ziemlich ernüchternd aus. Kommen wir nochmal zurück zu den Preisen einer Tankstelle. Also Wasserstofftankstellen sind ja doch ein bisschen teuer. Also es kostet ungefähr 1 Million für eine Tankstelle. Und wir haben in Deutschland aktuell ungefähr 100 Wasserstofftankstellen. Seht ihr hinter mir die Verteilung? Und wir brauchen mindestens 1000 Wasserstofftankstellen für eine flächendeckende Versorgung. Das heißt, wir müssen schon mal mindestens 1 Milliarde Euro investieren, um ein Wasserstofftankstellennetz aufzubauen. Aber wie gesagt, da kommen wir zum Henne-Ei-Problem. Was ist denn zuerst da, die Tankstellen oder die Autos? Also beides gibt es momentan irgendwie nicht. Kaum Autos und wenn ja, sind sie wahnsinnig teuer. Und es gibt kaum Tankstellen und wenn man sie aufbauen will, ist es wahnsinnig teuer. Ja, apropos teuer, wenn wir mal uns überlegen, wir würden Wasserstoff tanken, was kostet denn das Kilo Wasserstoff? Und so ein durchschnittliches Auto, Toyota Mirai, verbraucht auf dem Papier zwar nur 1 Kilo, aber in Wirklichkeit ist es genauso wie mit dem NEFZ-Zyklus. In Wirklichkeit verbrauchen Wasserstoffautos doch ein bisschen mehr. Also die Praxiserfahrung von einem Toyota Mirai-Fahrer ist so bei ungefähr 1,5 Kilo Wasserstoff auf 100 Kilometer. Und Wasserstoff pro Kilo kostet zurzeit 9,50 Euro. Das ist ein subventionierter Preis und kein realer Preis. Wenn man sich das mal überlegt, ist man auch wieder bei 13 oder 14 Euro pro 100 Kilometer, was ja doppelt so teuer ist wie bei einem Diesel und fast dreimal so teuer wie mit einem Elektroauto. Selbst wenn der Strom irgendwann regenerativ erzeugt wird und Wasserstoff per Elektrolyse hergestellt wird, brauchen wir für 1 Kilo Wasserstoff mindestens 50 Kilowattstunden Strom. Und jetzt überlegt mal, was kosten 50 Kilowattstunden Strom? Da sind wir auch wieder bei dem Preis. Also ich sehe nicht, wie Wasserstoff tanken so günstig sein soll, dass es sich für die große Masse wirklich lohnt. Also jemand, der sich für 80.000 Euro ein Wasserstoffauto leisten kann, dem ist vielleicht auch egal, dass er pro 100 Kilometer 13, 14 Euro bezahlen muss. Aber die breite Masse, der ist das natürlich nicht egal. Und ein weiterer Vorteil zum Beispiel bei einem Elektroauto ist, dass man sich auch unabhängig machen kann, weil man kann sich unabhängig von den Energieversorgern machen, man kann den Strom zu Hause selber produzieren. Jetzt habt ihr vielleicht von dem Pilotversuch in Hamburg gehört. Die Hamburger Hochbahn hat eine größere Anzahl Wasserstoffbusse angeschafft. Das war schon vor ein paar Jahren. Und die haben mit diesen Wasserstoffbussen halt auch erste Erfahrungen gemacht. Und auch da ist es sehr kompliziert. Also abgesehen davon, dass dieser Versuch jetzt wieder eingestellt wurde, hatte es halt auch verschiedene Gründe. Es war nicht nur das Thema Kosten, es war auch das Problem mit der Wartung. Also die Busse waren doch relativ wartungsintensiv und die konnten halt nicht so oft eingesetzt werden, wie sie das gerne gehabt hätten. Und ein sehr interessantes Problem bei dieser ganzen Sache in Hamburg war die Gesetzeslage in puncto Lagerung von Wasserstoff. Und zwar Lagerung von größeren Mengen Wasserstoff. Die Busse müssen ja betankt werden. Und das heißt, die Verkehrsbetriebe oder die Hochbahn hat natürlich erstmal geguckt, wo kann ich ein Depot errichten in Hamburg, wo ich meine Busse betanken kann. Und für eine größere Anzahl Busse brauche ich natürlich auch einen größeren Vorrat an Wasserstoff. Und hier habe ich eine Grafik, die kommt aus einem Vortrag von Jens Günther Lang. Der ist Vorstand Technik bei der Hamburger Hochbahn. Und der hat im August vorgerechnet, warum der großflächige Einsatz von Elektrobussen in Hamburg nicht machbar ist. Hier seht ihr zum Beispiel die Mindestabstände, die eine Wasserstoffinfrastruktur von jeglicher Bebauung haben muss. Das heißt, ich brauche 160 Meter Abstand, wenn ich Wasserstoff mit Tankwagen anliefern will. Ich brauche 90 Meter Abstand, wenn ich 500 Bar Druck habe bei der Anlieferung. Und je weniger Druck ich habe, desto weniger Abstand brauche ich. Und hier sieht man, wie kompliziert es ist, einen Standort zu finden, wo man Wasserstoff lagern kann. Also in Hamburg haben sie dann ein Depot gehabt, wo sie 4,2 Tonnen Wasserstoff lagern konnten und alle anderen Varianten, die konnte man einfach nicht weiterverfolgen. Und all das zusammen hat dazu geführt, dass in Hamburg der Pilotversuch mit den reinen Wasserstoffbussen eingestellt wurde. Und jetzt wird versucht, Wasserstoff als Range Extender einzusetzen, und zwar Range Extender für Elektrobusse. Das heißt, es gibt eine große Batterie im Bus, die fahren auch elektrisch und der Wasserstoff wird nur in einer kleinen Menge eingesetzt, wenn die Reichweite am Tag nicht ausreichen sollte, um mit der Brennstoffzelle quasi Strom nachzuerzeugen. Ein weiteres Problem bei Wasserstoff sind natürlich auch die Rohstoffe. Abgesehen davon, dass man für ein Wasserstoffauto nicht nur Lithium und Kobalt für die Batterien benötigt, nein, es wird sogar auch Platin benötigt und zwar in nicht unerheblicher Menge, denn die Brennstoffzellen brauchen Platin als Katalysator zur Stromerzeugung. Und in einer Brennstoffzelle der allerneuesten Generation, da ist mindestens 10 Gramm Platin drin. Die älteren, da ist noch viel mehr Platin drin.
Aber 10 Gramm Platin ist momentan Stand der Technik. Und wenn man sich mal vorstellt, wie viel Platin so auf der Welt existiert, das sind ungefähr 68.000 Tonnen, der gesamte Weltvorrat, dann ist natürlich Platin auch ein endliches Metall. Nun sind natürlich bei 10 Gramm pro Brennstoffzelle 68.000 Tonnen auch eine Menge, da kann man viele Autos mitbauen. Aber man überlege sich mal, heute wird pro Jahr ungefähr 170 Tonnen Platin gefördert. 170 Tonnen, also wir reden nicht von 1.000, sondern wir reden wirklich nur von 170 Tonnen. 170.000 Kilogramm. Und mehr als die Hälfte davon wird heute schon in Katalysatoren verbaut, nämlich für unsere Verbrenner. Also knapp 90, 95 Tonnen davon landen in Katalysatoren. Und wenn ich mir diese Menge mal nehmen würde, das heißt alle, die ganze Menge, die heute in Katalysatoren landet, wenn ich damit Brennstoffzellen herstellen würde, dann würde das reichen für 9,5 Millionen Brennstoffzellen. Also ich könnte 9,5 Millionen Wasserstoffautos bauen mit dem Material, was heute für die Milliarden Verbrenner auf der Welt verwendet wird. Wasserstoff ist Zukunftstechnologie, keine Frage. Aber ist es das wirklich für den Pkw? Die deutsche Autoindustrie hat sich eigentlich komplett von der Wasserstofftechnologie verabschiedet, zumindest auf mittlere Sicht. VW-Chef Herbert Diess hat vor ein paar Monaten in einem Spiegel-Interview gesagt, dass er sehr sicher ist, dass Wasserstoff in den nächsten 10 Jahren gerade im Pkw-Verkehr überhaupt keine Rolle spielen wird. Und VW wird sich komplett auf die Elektromobilität konzentrieren und keine Wasserstoffautos bauen. Auch der Mercedes-Vorstand Ola Källenius hat erst vor kurzem im Oktober im Vortrag gesagt, dass sich Mercedes von der Wasserstofftechnologie in den nächsten 10 Jahren verabschieden will, dass es für sie keine Rolle spielt. Sie fokussieren sich auch auf die Elektromobilität. Selbst wenn sie jetzt den GLC auf den Markt gebracht haben, aber es wird keine Intensivierung der Wasserstoffantriebe bei Mercedes geben. Es wird sich 100% auf Elektromobilität fokussiert. Und Källenius hat gesagt, wir müssen jetzt was gegen den Klimawandel tun und können nicht erst warten, bis wir irgendwann mal so weit sind, dass Wasserstofftechnologie so günstig geworden ist, dass es den Massenmarkt erobern kann. Auch Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer hat jüngst vor 2 Wochen in einer Bremer Wochenzeitung in einem Interview gesagt, dass er für Pkw die Wasserstofftechnologie einfach langfristig nicht sieht. Sehr wohl allerdings für Nutzfahrzeuge, also Lkw und auch vielleicht Busse trotz der negativen Erfahrung in Hamburg, wenn diverse Probleme halt vorher gelöst werden. Also für den Wasserstoffkreislauf als Energiespeicher bei der Energiewende, das ist zumindest auch meine persönliche Meinung, da halte ich Wasserstoff für sehr sinnvoll und ich denke, da wird noch viel passieren. Und ich glaube, dass sich das durchsetzen wird für die Stromspeicherung, jedoch im Pkw-Bereich bin ich sehr skeptisch und ich glaube da nicht dran, auch wenn in China gerade einiges passiert zum Thema Wasserstoff, die dort diese Technologie massiv fördern, aber China hat so große Umweltprobleme, die müssen einfach alles fördern, was irgendwie weniger Abgase und Stickoxide und Feinstaub produziert. Und deswegen fördern sie momentan auch massiv Wasserstoff. Davon haben wir momentan aber gar nichts. Denn hier in Europa gibt es erstens keine Autos, es gibt zweitens keine Tankstellen und alles ist wahnsinnig teuer. Und in der Zukunft für die nächsten 10 Jahre ist überhaupt nichts in Sicht, wo man irgendwie abschätzen könnte, dass sich das hier durchsetzen würde. Wie seht ihr das denn? Ich veröffentliche hier mal eine Umfrage hier oben. Und vielleicht habt ihr Lust daran teilzunehmen, würde mich mal interessieren, wie so die Meinung meiner Zuschauer ist. Das Thema Wasserstoff ist sehr komplex und man kann es in so einem kurzen Video natürlich nicht erschöpfend abhandeln. Ich habe hier nur meine Meinung euch mal vorgestellt und auch wenn ihr anderer Meinung seid und in meinem Video kommentiert, möchte ich euch bitten, natürlich sachlich zu bleiben. Und ich würde mich freuen beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert sehr gerne meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis dann. Ciao.